Bist du manchmal müde, gestresst, energielos oder hast schlechten Schlaf? Dann begehst du vielleicht wie viele von uns genau diesen Fehler. In diesem Video möchte ich dir zeigen, welchen Fehler ich meine und wie du ihn effektiv vermeiden kannst. Bevor das Video losgeht, noch ein kleiner Hinweis. Viele unserer Zuschauerinnen und Zuschauer unserer Videos haben unseren Kanal leider noch nicht abonniert. Wenn du nichts mehr verpassen willst zu den Themen Gesundheit, Fitness, Ernährung und Regeneration und Schmerzfreiheit, dann drück bitte unbedingt auf Abonnieren, sodass wir bis zum Jahresende noch 10.000 Abonnenten auf unserem Kanal erreichen können und immer mehr und mehr Menschen damit helfen können. Damit hilfst du uns bei unserer Herzensangelegenheit, die Menschen hier auf diesem Kanal fit und schmerzfrei zu machen. Hi! Mein Name ist Alexander Seifried vom Sano Gym in Ulm und in diesem Video möchte ich dir erklären, was viele von uns instinktiv falsch machen in ihrer Ernährung und deswegen häufig müde, gestresst und unausgeschlafen sind. Ich rede über die Low-Carb-Ernährung. Vielleicht hast du die Low-Carb-Ernährung schon mal ausprobiert, in der du wenig Kohlenhydrate bis gar keine Kohlenhydrate zu dir nimmst, um verschiedene positive Effekte erzielen zu wollen. Viele Menschen setzen die Low-Carb-Ernährung oder die sogenannte ketogene Ernährung mit sehr wenig Kohlenhydraten ein, um Gewicht zu verlieren. Das erscheint primär auch sinnvoll, da du die Hauptenergiequelle unseres Körpers, die Kohlenhydrate, reduzierst, die, wie du vielleicht aus anderen Videos von uns schon weißt, auch am verzichtbarsten von allen Makronährstoffen sind, da Kohlenhydrate eben fast ausschließlich zur Gewinnung von Energie herangezogen werden. In der Low-Carb-Ernährung greifst du deswegen vermehrt auf Proteine und Fette zurück. Dadurch hast du einen konstant niedrigen Blutzuckerspiegel und das erscheint auch vor dem Hintergrund sinnvoll, dass wir ja wissen, dass gerade ein erhöhter Blutzuckerspiegel schlecht ist für unsere Blutgefäße, für Heißhungerattacken und so weiter und so weiter. Deswegen erscheint die Low-Carb-Ernährung vordergründig dafür sehr sinnvoll zu sein. Das Problem, das die Low-Carb-Ernährung jedoch mit sich bringt, ist aber, dass genau dieser niedrige Blutzucker auch Nebenwirkungen hat. Im Übrigen erreichst du nicht nur durch eine Low-Carb-Ernährung, sondern auch durch längere Fastenperioden einen sehr niedrigen Blutzucker, der ähnliche Nebenwirkungen haben kann. Und in diesem Video möchte ich dir sagen, worum es geht. Wenn du einen niedrigen Blutzucker hast, dann ist das für deinen Körper das Signal, dass du Nahrung zu dir nehmen sollst. Evolutionär gesehen bedeutet das, du solltest dich jetzt nach draußen begeben und ein Tier erlegen oder Früchte und Beeren sammeln, um sie dann essen zu können, damit du nicht verhungerst. In der heutigen Zeit ist das natürlich wenig relevant, aber diese internen Signalprozesse, die hormonell gesteuert sind, sind immer noch in uns. Das bedeutet, ein niedriger Blutzucker löst Stress aus und es führt dazu, dass wir Stresshormone wie Cortisol und Adrenalin vermehrt ausschütten. Diese beiden Stresshormone gehen immer Hand in Hand, da Cortisol auch die Umwandlung von Noradrenalin in Adrenalin noch erhöht. Deswegen hast du mit hohem Cortisol auch vermutlich einen hohen Adrenalinspiegel, der dir sagt, es wird jetzt endlich Zeit, dich um etwas Essen zu bemühen. Das ist aber im Übrigen auch der Grund, weswegen viele Menschen gestresst sind, da diese Stresshormone vermehrt ausgeschüttet werden. Sie sind zudem der Grund, dass du vielleicht nachts nicht durchschlafen kannst, weil du durch einen zu niedrigen Blutzuckerspiegel Stresshormone ausschüttest, die dich dann wach werden lassen. Am Ende von der Nacht bist du dann unausgeschlafen, unausgeruht und müde. Das bedeutet, dass du durch eine Low-Carb-Ernährung oder durch zu lange Fastenphasen deinen Blutzuckerspiegel senkst und dadurch gestresst bist. Viele Fastenden kennen dieses Gefühl als das Fastenhoch, dass man sich total energetisiert fühlt und eher nicht müde und nicht energielos. Doch dieser Zustand ist erstens reversibel, er ist nicht von Dauer und zweitens fühlst du dich einfach am Ende des Tages nur gestresst. Der Stress und die vermehrte Ausschüttung von Stresshormonen ist die Ursache dafür, dass du dich beim Fasten für eine gewisse Zeit sehr energetisch fühlst. Das heißt, du fühlst, dass du Energie hast und dass du komplett wach und konzentriert bist, aber aus den völlig falschen Gründen, weil du eben einfach nur vermehrt Stresshormone ausschüttest, die langfristig deiner Gesundheit eher schaden. Im Leistungssport wird genau das auch ausgenutzt, um den Sportler, den Athlet, mal eine Zeit lang auf Kohlenhydratentzug zu setzen, um ihn gestresster, aggressiver und impulsiver im Match zu machen. Das ist vermutlich nicht das, was du täglich möchtest in deinem Alltag, vor allem gestresst und aggressiv zu sein und ständig dieses hohe Niveau
an Stress und Erregung zu spüren. Die meisten von uns wünschen sich eher etwas Entschleunigung und weniger Stress. Schau dir zu diesem Thema auch unbedingt unsere anderen Videos zum Thema Stress und Ernährung. Das bedeutet, du solltest darauf achten, deinen Blutzuckerspiegel möglichst konstant zu halten. Der sollte nicht zu tief werden und schon gar nicht über einen längeren Zeitraum tief gehalten werden. Wenn du die Low-Carb-Ernährung ausprobieren möchtest, dann achte auf deine körperlichen Reaktionen. Sobald dein Schlaf schlechter wird, du gestresst und unruhig bist oder du unnatürlich viel Energie hast, auch das ist eben ein Indikator, der aus den falschen Gründen passiert und in die falsche Richtung geht, dann solltest du wieder mehr Kohlenhydrate in deine Ernährung einbauen. Das Maß an Kohlenhydrate ist für uns alle sehr individuell und bedarf eine gewisse Phase an Ausprobieren, in der du die richtige Menge für dich finden kannst. Wie du aus anderen Videos auch weißt, wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, es muss nicht die Low-Carb-Ernährung sein. Es geht darum, eine Ernährungsweise zu finden, die zu dir passt und die du einhalten kannst und am Ende vom Tag eine negative Kalorienbilanz erzielst. Deswegen kann ich dir persönlich empfehlen, die Kohlenhydrate nur einzuschränken, wenn du diese genannten Nebenwirkungen nicht erfährst. Falls doch, dann achte wieder auf eine erhöhte Zufuhr an Kohlenhydraten und einen konstanten Blutzuckerspiegel über gute, langkettige Kohlenhydrate und Ballaststoffe wie Vollkorn und Hülsenfrüchte, Haferflocken und so weiter. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir zeigen, dass ein niedriger Blutzuckerspiegel auch Nebenwirkungen hat, was du dagegen tun kannst und wie du am Ende vom Tag erfährst, welche Dosis an Kohlenhydraten für dich sinnvoll ist, damit du energiereich und nicht gestresst durch den Tag gehst und trotzdem, wenn du das möchtest, abnehmen kannst. Lass uns deine Meinung in den Kommentaren da zu diesem Thema. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Welche Fragen ergeben sich nach diesem Video? Sag uns Bescheid, wir antworten dir ganz bestimmt. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, dein Alex von Sound & Gym.